Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 hier auf der Map Saxonia. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area und ihr seid wie immer meine Zuschauer da draußen. So, ja, ich weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, was jetzt und überhaupt. Ah, da hinten ist die Bimmelbahn. Ja, mit der werden wir noch öfters Schwierigkeiten kriegen, glaube ich. Ja, seht ihr, sie fahren, ne? Die wird noch oft ab und zu mal unseren Weg kreuzen, wenn wir mit Autodrive unterwegs sind, habe ich so das Gefühl. So, wir haben hier Stroh geladen, 1.612.000 Liter und ein paar kaputte. Das werde ich jetzt erstmal loswerden. Das werde ich jetzt erstmal loswerden. Ja, das ist ja wieder Landhandel. Wenn jetzt noch. Alter Krachmacher. Wenn jetzt noch der Landhandel da ans Autodrive-Netzwerk angeschlossen ist, wollte ich sagen. So, der macht das. Der Traktor, das ist übrigens, ne? Dieser Traktor hier von Arthur, den Mann kann man gar nicht oft genug loben. Der hat echte 1400 PS, ne? Nicht nur so komisch gepuschte ohne vernünftige Drehmomentkurven und in der XML-Datei, habe ich mir sagen lassen. Und der ist verdammt schnell. Also das ist wahrscheinlich ist das mein neuer Lieblingstraktor. Naja, so, den lassen wir jetzt erstmal los von der Kette. Der soll das Stroh jetzt erstmal verkaufen. Stroh haben wir nämlich genug. Dann haben wir die Spritze geholt. Zum Düngespritzen. Erntenfeld 5. Guck mal, das können wir auch abgeben. Feld 5. Ja, natürlich. Guck mal, da gibt es da auch wieder Tottos. So, haben wir denn Düngen? Feld 48. Jetzt schlägt unsere Stunde, weil ich habe ja die Spritze zum die Düngespritze extra geholt für die Düngemission, ne? So, 48, Vertrag akzeptieren. Haben wir noch was zum Düngen? Die 12, Vertrag akzeptieren. Ich glaube, ich mache jetzt einen großen Fehler. Feld 8, Vertrag akzeptieren. Aber ich nehme jetzt alle Düngeaufträge an. Vertrag akzeptieren. Und dann können wir die da. Vertrag akzeptieren. Wegarbeiten mit unserer Mordsdüngespritze. Aber Vertrag akzeptieren. Das habe ich in der Form noch nie gemacht. Ne? So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aufträge zum Düngen. Feld 48. Wir müssen eh mit der Spritze zu dem Feld fahren. Also schicke ich jetzt nicht den Pickup vor, die Strecke einfahren, sondern mache das direkt mit der Düngespritze. Voraussetzung ist, dass ich das Feld Nummer 48 finde. Hier ist die 49. Das ist alles noch, also dieses Nummerierungssystem hier auf der Saxonia 47 habe ich noch nicht durchschaut. 18, 45, 44, 52, 43, 48. 48 ist hier bei der Ölmühle. Ich bin aber auch hier unten schon mal irgendwo lang gefahren. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ich markiere die Ölmühle. Kann ich gar nicht markieren. Aber die 48 ist unterhalb von Feld 4. So, dann wollen wir mal sehen. Ich fahre da mal hin, mach das Feld 48 mal fertig. Natürlich so mit Cosplay-Kurs, dass wenn das mal wiederkommt, ne, ich dann oh, alles fernsteuern kann quasi. So. Geht's aber. Also sehen wir uns gleich am Feld 48. Wir kommen gerade rechtzeitig zum Strohverkauf. Nur mal eben, damit ihr das auch mitbekommt. Na, das Konto wächst. Und wächst.
Und wächst. Oh. Bayern. Okay. 283.186 Euro durch Stroh. Ne? Coole Sache. Soweit, so gut. Das Feld ist ins Netzwerk angeschlossen. Es ist umkreist und ne? Jetzt geht es halt darum, hier auch. Das brauche ich eigentlich hier. Naja, doch. Kurvengeschwindigkeit, schaut mal. Muss ja 90% runter. Ne? Ja. So. Aber hier die anderen Einstellungen. Das Wichtigste ist halt hier. Bei Fruchtumfahrung deaktivieren. Bei Cosplay die Einstellung. Ne? Gehen wir mal rein. Autodrive nicht benutzen. Doch. Zum B- und Entladen. Auffüllen. Später. Jetzt noch nicht. Später. Am Startpunkt enden, deaktiviert, Tool anheben spät, ne? Tool absenken früh und für möglichst viel Fläche erwischen. So, das ist in Ordnung. Jetzt müssen wir hier bei den Tempos gucken. Also vorwärts kannst du gerne ruhig mit 20 km/h ins Wendemanöver. Das ist in Ordnung. Auf dem Feld darfst du auch gerne schneller. Ja, du sollst ja auch. Ups. Du sollst ja auch. Und A nach B kommen. Und rückwärts, da du keinen Anhänger hast und auch keinen haben willst, darfst du natürlich auch gerne mit 20 km/h rückwärts rangieren. So sieht das doch schon mal ganz gut aus. Jetzt muss ich natürlich den Kurs generieren. Ach, das wird spannend. So, Feld 4. Aktuelles Vorgewende, überspringen bräuchte 3 Meter Arbeitsbreite. Ich bitte dich hier, 48,5. So, Vorgewende. Ein Vorgewende reicht mir. Da ist dann genug Platz zum Wenden, obwohl, ne, komm, wir nehmen zwei. Zwei Vorgewende, kann nicht schief gehen. Weich, 7%. Nehmen wir hoch runter. Ich glaube, das kann uns bei der Spritze, bei der Arbeitsbreite total egal sein. Ja. Wollen wir mal. Ja, also ich merke so im Moment die Berechnung von Kursen, gerade auf großen Feldern, das ist so eine Sache, das braucht so ein bisschen arg viel Zeit bei Cosplay im Augenblick, in der Version. Das sind aber so Dinge, es ist halt so, liegt auch mitunter an der Größe des Feldes, ne? So, Feld 48, Feldspritze, mit Sch, klar. Spritze, 48,5 Meter. So, da kann ich nämlich sowohl dann die Düngespritze als auch die Spritze mit dem Pflanzenschutzmittel später drauf laufen lassen. Gut ist. Feld 48. Speichern. So, das ist der Ordner. Und den nach da. Und den nach da. Und dann ist das hier schön eingereiht und sichtbar. Okay. Ich gehe mal mit dir einen Meter zurück. Oder zwei oder drei. So. Nein. Erster Wegpunkt. So, wir sind bei 823.000. Wollen wir mal schauen. Die Düngemissionen, ne? Die bringen so viel Geld. Und obwohl die Felder auch so riesig sind, ne? Mit der Düngerspritze hier, Heidewitzka. Und da das egal ist, womit wir arbeiten, können wir unsere Düngespritze ruhig benutzen. Jetzt gucken wir mal, nur zur Sicherheit. Jawohl, 1%, 4%, ja, das geht. Das geht. Ja, also wir haben jetzt die Düngemission für nebenbei. Und ich muss gerade mich mal orientieren. Wir haben ja ordentlich Geld. Ach, guck mal, der. Der, den parken wir erstmal weg. Für alle Fälle. So, wir haben richtig Schotter auf dem Konto. Und das brauchen wir auch. Haben wir denn jetzt hier alles? Den muss ich auch noch einen Parkplatz geben, den Scania.
Ist ja kein Ding. So, wir schauen mal. Wir schauen uns mal unsere Felder an. Wir haben jetzt überall bei unseren Feldern Raubbau betrieben. 11, 13, 1 und 2 und die 4, da brauchen wir nichts machen. 4 ist ja hier mit Gras. Und das wächst von alleine nach. Ist sogar zu 50% gedüngt. Aber da kriegen wir mehr Gras, als wir brauchen. Nochmal beim Fermenter eben gucken. Das ist das Getreidesilo. Da ist noch was drin. Na, lassen wir das mal. Das Notgrosch. Wollen wir eben beim Fermenter nochmal gucken. Also bei drei Projekten ist das schon so eine Sache, das alles auswendig. So eine Silageproduktion 80.000 Liter. Silage. Ich muss mal gucken. Bei dem Fermenter Düngefabrik, Gestellfabrik, Gras. Hallo? Warum? Das ist so irreführend. Düngerfabrik, Fermenter, Holzhacker. Ich suche die Futterfabrik. Ich muss noch mal eben, ne, nachschauen. Sächsische Futterwerke. Das ist aber nett. So. Kraftfutter. Was brauchen wir? Wir brauchen normales Gras. Wir brauchen Silage und wir brauchen Stroh. So, Silage wird produziert, dann können wir das nämlich anschmeißen. Ja, und wenn wir das angeschmissen haben, können wir uns Kühe zulegen. Aber ich wollte jetzt Felder. Feld 2 ist abgeerntet. Jetzt habe ich natürlich Mist gemacht, ne? Jetzt muss ich, wenn ich mit der Düngemission fertig bin, ja, oder doch nicht? Nee, muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht. So. Feld 2 ist abgeerntet. Feld 1 ist abgeerntet. Feld 13 ist abgeerntet. Und die 11 auch abgeerntet. Das heißt, wir müssen da jetzt zur Sache gehen. Wir gehen mal in den Shop. Wir kaufen jetzt wieder ein. Dafür haben wir ja so viel Geld auf dem Konto, nicht wahr? Und zwar hole ich mir als erstes nochmal ein so ein Monster von Arthur. Reifenvariante Standard, Drilling, Zwilling, Zwilling, Breitreifen mit neuem Radgewicht. Das passt sehr gut. So, Reifenhersteller, Schutzbleche hinten und vorne. Jawohl. Das ist also, der ist einfach nur Wahnsinn. Motorausführung, zack, Maximum 1400 PS. So, GPS. Eigentlich brauche ich das nicht, ne? Aber wir packen es mal volle Kanne drauf. Warnleuchten. EU-Warntafeln. Extra Scheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer. So, 283.530 und gekauft. So, jetzt haben wir noch 534.000 über. Jetzt müssen wir noch was kaufen. Und zwar hat der Arthur ja, wir haben sie ja schon mal, ne, vorgestellt. Da gibt es ja eine separate Mod-Vorstellung vom Traktor und von der Sämaschine auch. Habe ich ja gemacht, ne? Ich hau mal eine Flagge drauf. Sieht cool aus. Die Sämaschine. Die kaufe ich auch. Ach so. 525 PS benötigt die, Arbeitsbreite 36 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 50 km/h. Ja, und die kann hier alles. Alles. Und ist natürlich selbstverständlich auch eine Direktsaat. Ne? So, gehen wir gucken. Ach Mist. Der ist schon fertig. Abfahrer entlassen. Zack. Zack. Kann ich in die Düngemission reingehen? Da gibt es jetzt 23.000 für. Abschließen. Zack. Du bleib mal kurz da stehen. Wir gucken gleich bei dir später. So, hier. Hier. Ja, die Frage ist jetzt, was sehen wir an? Was brauchen wir? Wir haben jetzt einige Felder. So. Was kannst du denn? Du kannst Gras,
Weizen, Gerste, Kartoffeln, Zuckerrüben, Mais, Raps, Hafer, Zuckerrohr, Sonnenblumen, Sojabohnen, Ölrettich, Baumwolle, Pappel, Karotten, Zwiebeln, Hopfen, Roggen, Mohn, Dinkel, Hirse, Tabak, Weißkohl. Ja, und Gras. Ja, wir sind ja sogar noch hier rein zufällig nebenan bei Feld 2. Guck mal. Oh, noch nicht mal weit fahren. Jetzt muss ich natürlich für das El Monsterum hier auch einen entsprechenden Kurs noch erstellen. Ne? Dazu muss ich ja auch wissen, wo denn hier der Haltepunkt ist. Ne? So, da ist der Haltepunkt. Dann kann ich ja hier. Aber das ist alles nicht so toll an der Stelle. Naja gut, egal. Ich stelle den jetzt hier hin. Da brauche ich gleich den Haltepunkt. Aber zuerst wird die Fruchtumfahrung deaktiviert. Dann gehe ich mal hier rein. Habe ich hier. Natürlich habe ich hier. So. So. Kurvengeschwindigkeit nur 90%. Das kann alles so bleiben. Ja. So, das haben wir dann schon mal geklärt. Dann gehen wir hier rein in Auto Drive. Fruchtumfahrung wollen wir niemals. Nichts haben. So, spät, früh. Okay. Dann brauchen wir hier die Geschwindigkeit. Vorwärts kannst du mit 20 rangieren. Auf dem Feld kannst du, was das Zeug hält, von mir aus fahren. Okay. Ja. Rückwärts mit 8. Okay. Die Geschwindigkeiten sind so schon mal in Ordnung. Trotzdem, ich werde hier Raps ansehen. Für die Kraftstoffherstellung. Das Feld ist nicht so groß, ne? Nee, Raps ist nicht gut. Wir könnten hier Zuckerrüben ansehen. Genau, das ist es. Zuckerrüben. Mal gucken. Ah, da waren sie. Da bin ich doch drüber geflogen. Mistele. Zuckerrüben für die Zuckerfabrik. Bringt immer gutes Geld, ja? Zuckerrüben, genau. So, dann gehen wir auf die Kursgenerierung. So, Feld 2, aktuelle Fahrzeugposition. 36 Meter, da reicht zwei Vorgewinde, weich, hoch, runter, sagen wir mal kreisförmig. Ne? Da muss er auf keinen Fall rückwärts fahren. Und wenn, dann nur einmal. Generiere Feldkurs. Konnte kein Kurs generieren, versuchen Sie die Einstellung zu ändern oder das Fahrzeug zu bewegen. Dann bewege ich das Fahrzeug. Ist völlig in Ordnung. Ich stelle ihn jetzt hier hin. Gucken, was passiert. Kursgenerierung. Und nochmal. Warum? Dann nehme ich nur ein Vorgewende. Ah, jetzt geht's. Das ist alles. Das sieht nicht gut aus. Spiralförmig. Ja, das sieht besser aus. Das ist wohl, weil die Sämaschine für das kleine Feld einen Tacken zu groß ist, kann ich mir vorstellen. Feld 02 ist das. So, Feld 02 sehen mit 36 Metern. Speichern. Einsortieren. La 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 la. Feld 2 haben wir garantiert einen Ordner schon. Diese, da waren wir ja schon mal, ne? Was ist denn da schon drin? Dreschen und sehen. Na guck. Wir sagen hier erster Wegpunkt. Und jetzt will ich aber mal was ausprobieren. Ich gebe den mal hier Feld 2.
und sag, wenn du angekommen bist, aktivierst du Cosplay und fahr los. Doch, jetzt wird er einmal das Feld umrunden, frech wie der ist. Aber ich will sehen, ob das jetzt auch so funktioniert von da aus, weil ich den ja an so einer komischen Stelle jetzt habe starten lassen. Ne? Schauen wir mal. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist er ja gleich am Wartepunkt. Feld 2. Und jetzt hat er einen Cosplay übergeben. Das geht ja wunderbar. Und dann zieht er rüber. Ah, herrlich. Jetzt ist die Frage, ob er 500 und PS braucht, die Sämaschine. Ja, guckt mal. Da, der Traktor hat die Power. Der zieht aber sowas von die Sämaschine über den Acker. Spielend. Spielend. Ja, also, ich meine, ich bin ja Fan. Absolut, ne? Absoluter Fan. Aber dieser John Deere hier, der hat's in sich. Das ist genau das, was ich haben will. Herrlich. Der müsste ja auch hopp, gedüngt. Ja, 50% tatsächlich. Ne? Steht noch da. Wunderbar. Ja. Ich sehe das Feld jetzt noch zu Ende an. Hier. Und dann gucken wir mal. Es wurde gewünscht, dass ich von der Saxonia einen Livestream mache. In den Kommentaren. Wild West und Nordfriesische Marsch habe ich ja schon live gestreamt. Deshalb, warum nicht? Ne? Warum nicht? Für heute soll es das wieder gewesen sein. Wir sind ja schon ein Stück weiter jetzt. Wir haben jetzt endlich die Sämaschine gekauft mit einem eigenen Traktor. Wir haben die Düngemission alle angenommen. Die können wir jetzt nach und nach abarbeiten. Dafür gibt es ja auch gutes Geld, ne? Ja, das kostet ganz schön Geld mit dem Säen. Muss ich ja sagen. Naja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Wir kriegen das ja um ein Vielfaches auch wieder rein, was das kostet. Ja, also wie gesagt, ne, Livestream von der Saxonia. Wir gucken. Ne, wir gucken. Wenn es klappt, natürlich machen wir das. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal hier wieder. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Daumen nach oben bitte nicht vergessen, ganz wichtig. Und ich bin schon wieder gespannt auf eure Kommentare. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen, habt noch ein tolles Restwochenende. Ich verbinde und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.